Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Genau passend zur neuen Folge Let's Play Derail Valley. Ja, wir machen direkt da weiter, wo wir zuletzt aufgehört haben. Wer die anderen Folgen noch nicht gesehen hat, geht mal jetzt oben rechts an i auf. Dort habe ich eine Playlist ganz oben hinzugefügt. Gut, wir machen direkt wieder unsere Lok an. An. So. Jetzt. Perfekt. Lasst die Fahrt beginnen. Wir fahren jetzt nämlich in dieser Folge zu Harbor and Town runter. Dazu machen wir mal sämtliche Dinge an. Diesen unbekannten Schalter. Keine Ahnung, was das für ein Schalter ist. Einfach mal an. Bremsen lösen. Und los geht's. Oh. Richtungswender nach vorne. Würde Sinn machen. Dann müssen wir mal ganz kurz nach hinten, weil ich muss gucken, ob bei der hinteren Lok alle Bremsen noch löst sind. Perfekt. Huch. Oh, führerloser Zug. Gut, da können wir jetzt mal fleißig Gas geben. Ich sehe ja wieder prima was. Ein Stuhl wäre ganz geil, wo man sich hinsetzen kann, weil dann würde ich glaube ich was sehen. Ansonsten muss ich mal hier die Steuerung-Taste drücken. Aber dann zuckt es die ganze Zeit so. Oh, verdammt. Ich vergesse es andauernd. Auf geht's zu Harbor and Town. Ich freue mich. Und vor allem, jetzt können wir wirklich Long 1 Aufträge einfach mal ohne Probleme mitnehmen. Feiert das so, das heißt noch mehr Geld. Was ich ja auch mal so gefragt werde, wie lange geht eigentlich so das Projekt Derail Valley, bis wir durch sind? Also bis wir alle Lizenzen im Prinzip mindestens einmal getestet haben. Es kann ja nämlich auch sein, dass es zukünftig noch ein paar Updates gibt. Dann natürlich geht das Projekt dann natürlich länger, wenn dann noch mehr hinzugefügt wird, aber bis jetzt ist da nichts passiert. Beziehungsweise von meinem Aufnahmedatum ist nichts passiert. Nothing, also bisher kein Update. Bei mir ist gerade der 2. Mai, wen das interessiert. Keine Ahnung, wann ihr das sehen werdet. Gut. Bitte so schön. Ich habe keine Ahnung, wie schnell wir jetzt hier fahren dürfen. Man merkt schon, der kommt hier mit den Waggons wunderbar klar. Wunderbar. Und es gibt auch so eine Art Fernbedienung hier für die Loks. Wo bekommt man die her? Schreibt es mir mal. Weil die wollen wir natürlich auch testen. Und die Boombox oder so. Aber wir haben in der letzten Folge eine Kassette gekauft, mit der wir nichts anfangen können. Toll. Wir bremsen mal sicherheitsweise mal so ein bisschen. Weil ich ja nicht weiß, wie schnell wir hier eigentlich sein dürfen. Wir fahren mal 40, da kann man nicht viel falsch machen. 60 dürfen wir fahren. Okay, ist gut zu wissen. Dann kommt eine Weiche. Nein, nicht clear. Nein, Switch. Ja, danke. Da müsst... Die ist richtig gestellt. Ja, perfekt. Eigentlich müssten wir keine Weichen umstellen. Mein ich, denke ich. Das heißt, wir bremsen runter. Na, ich will die untere Bremse, danke. Dann haben wir hier 70. Können wir Gas geben. Alle Bremsen gelöst? Ja. Ich warte nur so ein bisschen, bis wir beschleunigen, so dass ich sicher gehen kann, dass wirklich alle Waggons über die Weiche sind. Ich hätte mich keine Ahnung, wann das ist. Ich finde es so schön hier mit der Lok jetzt. Einfach mal was anderes zu sehen. Irgendwann holen wir uns auch eine Dampflok, dann schauen wir die uns auch noch an. Aber ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, wie man eine Dampflok fährt, also. Das wird witzig, dann immer Kohle nachzuschmeißen. 70, okay. Ist gut zu wissen. So flott unterwegs, das ist echt heftig. Wir könnten auch gucken, ob wir in der Stahlmühle da auch noch was mitnehmen wollen. Das könnten wir natürlich auch machen. Stimmt. Das machen wir auch, da machen wir dann einen Zwischenhalt. Dürfen wir 100 fahren. Ich kann mir vorstellen, nicht lange. Neunzig. 70, ja. Ich will die untere Bremse lösen, danke. Also sind wir auch bald da. Es geht ja echt flott. Ja, so kommen wir wieder an der Erdrutschstelle hier wieder vorbei. Oh, ich genieße das so hart gerade. Das ist so cool. So, also haben wir wieder eine Steigung wieder. Deswegen können wir eigentlich leicht beschleunigen. Da könnten wir langsam wieder abbremsen. Oh, es werden wieder die ganzen Wegen, die ganzen Waggons, glaube ich, wieder geladen. Da halten wir mal an. Perfekt. Gucken wir mal, ob wir hier was zum Mitnehmen haben zu Harbor and Town. Da bin ich, glaube ich, wieder an der Station vorbeigelatscht. Ja, natürlich. Ja, was haben wir hier Schönes? Good Factory and Town. Ja, da haben wir was. Was wir rein theoretisch mitnehmen könnten. Sogar zwei. Ja, was? Die nehmen wir mit? Ich meine, wenn wir schon da auf dem Weg sind. Ah, mach mal. Das heißt, wir fahren hier auf das Gleis einmal drauf. Bin dann gespannt hier, wie man das dann wieder auseinander frickeln im Zug. Das heißt, hier geradeaus, das passt. Hier müssen wir dann auch geradeaus. Und da dann natürlich auch geradeaus, sofern der nicht... Okay, der ist richtig. Das heißt, wir lösen einmal die Bremsen. Boah, wir werden so lang. Es wird jetzt echt spaßig werden, die Züge dann auseinander zu frickeln. Müssen wir dann uns von vorne nach hinten dann quasi durcharbeiten. Gut, dann fahren wir mal hier drauf. Bremsen wir jetzt auch einmal runter. Am besten jetzt erstmal auch deutlich runter. Und machen die Lok aus, weil die brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Ich glaube, die ganze Folge jetzt erstmal auch nicht mehr. Denn jetzt gehen wir hier nach hinten. Ja, wir hätten doch noch ein bisschen nach vorne fahren können. Müssen wir gucken. So, dann kuppeln wir den erstmal ab. Gut, dann nehmen wir erstmal einen Auftrag an. Das bedeutet... Ah, nee, das können wir ja gar nicht machen, weil es ja rangieren ist. Hahaha. Deswegen fällt das weg. Sehe ich jetzt erst. Das ist Harbor and Town. Wir fahren... Doch, wir fahren noch in Harbor. Ach nee, passt schon. Ha. Hier, die wollen wir ja nehmen. Aber das hat Long 2. Haben wir das eigentlich? Ja, haben wir. Okay. Ja, dann machen wir erstmal den Auftrag. Das heißt, wir müssen einmal von B40 holen. Das müsste hier irgendwo sein. B3. B40. Da. Den Wagen holen wir ab. Das heißt, an. einfach so geil. Wir müssen einfach nicht, wir müssen nicht, Gott sei Dank nicht weit fahren, weil wir müssen ja eigentlich nur zur Weiche nach hinten, also da hinten. Ich guck mal, dass ich eine Modifikation oder so installiert, dass die Weichen sich automatisch stellen, weil dann haben wir das Problem nicht. Dass wir uns ständig verfahren. E40 war das. Genau, dann hier. Dann da rein, ja. Da müssen wir dann aber ein Stück nach vorne fahren, weil sonst... haben wir echt keinen Platz mehr. So, dann kuppeln wir das hier an. Bam. Und wieder die Bremsschläuche anschließen. Ventile auf und ranhängen. Zudrehen. Man merkt schon, der hat zu kämpfen jetzt. Der kommt nicht voran. Na komm. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir zu schwer werden, weil wenn wir das werden, dann haben wir ein kleines Problem. Und zwar ein gewaltiges Problem. Na komm. Das ist echt ganz schön lang hier, das muss man sagen. Ich glaube, wir nehmen auch nur den an und nicht den anderen, weil ich habe so einen Schiss, dass wir zu lang werden. Und den zweiten nehmen wir nicht an, weil es mir wirklich echt zu riskant ist. Na. Na komm, bremst doch jetzt. Gut, dann fährst du jetzt hier gerade auf aus einfach drauf. Ja, den zweiten nehmen wir nicht an. Ich meine, wenn, gut, der hat zwar echt wenig Power, aber ich weiß auch nicht, wie viel die andere Lok schafft. Und ich habe keine Lust, wieder festzustecken. Na komm. Komm schon. Na, es passiert was? So ganz langsam, okay. Das ist schon mal ganz gut. Dann wieder langsam vom Gas runtergehen. Gibt es hier auch irgendwie so eine Art Fernglas? Das wäre auch ganz hilfreich. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass wir langsamer werden. Ich glaube, 10 km/h ist eine gute Geschwindigkeit, was das angeht. Ach komm. Keine Ahnung wirklich, wann wir drauf sind. Okay, so ein bisschen haben wir noch. Von hinten sah es schon auf, wir werden schon drauf. Die Sounds. Quick, 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 quick. Ja, es hat gerumpelt jetzt. Deswegen denke ich, dass wir drauf sind. Lalalala. Und... ja, perfekt. Zack. Zack. Nein, draufbleiben. So. Und so. Dann machen wir die hintere Lok aus. Und dann beende ich auch an der Stelle die Folge. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir gerne ein Like und ein Abo da lassen. Das würde mich richtig freuen. Wer will, kann mir auch auf Instagram folgen. Dort bekommt ihr ein paar Informationen über meinen Kanal. Und ja, dann sage ich auch ciao, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Derail Valley. Bye!